Hallo und herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Zeit viel über Urlaub geredet, aber noch nicht darüber, wer eigentlich auf deine Wohnung aufpasst, wenn du nicht zu Hause bist. Natürlich kannst du Freunde, Nachbarn, Verwandte bitten, gelegentlich bei dir nach dem Rechten zu sehen und zum Beispiel auch die Blumen zu gießen. Aber die werden sich schön bedanken, wenn du sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufst, weil du so ein komisches Gefühl hast und möchtest, dass sie mal eben in der Wohnung nach dem Rechten sehen. Wie wär's stattdessen mit einer Überwachungskamera? Ein ausgedientes Smartphone kann als eine solche Überwachungskamera dienen. In Kombination mit einer App wie der Android-App IP-Webcam geht das ganz hervorragend. Wenn du die IP-Webcam nur nutzen möchtest, um von deinem Homeoffice aus dein Wohnzimmer zu überwachen, dann dauert das sogar nur eine Minute. Das zeige ich dir im ersten Schritt. Im zweiten Schritt erkläre ich dir dann, wie du mit Hilfe einer weiteren App auf deine Überwachungskamera von überall aus zugreifen kannst, wo du einen Internetzugang hast. Und im dritten Schritt erkläre ich dir, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Überwachungskamera dich informiert, wenn in deiner Wohnung etwas passiert, was dort nicht passieren sollte. Los geht's! Starte die App IP-Webcam. Lass die ganzen Einstellungen erst einmal so, wie sie sind und wische gleich ganz nach unten. Tippe dann auf Server starten. Dein Smartphone zeigt dir nun das aktuelle Kamerabild. Im unteren Drittel findest du außerdem die IP-Adresse samt Portnummer, unter der du dieses Bild in deinem lokalen Netzwerk abrufen kannst. Stell dein Smartphone an geeigneter Stelle auf oder befestige es irgendwo, zum Beispiel an einem flexiblen Stativ. Im Ernstfall sollte es möglichst die Gesichter von Einbrechern aufzeichnen, nicht bloß deren Schuhe. Starte nun einen PC, der im selben Netzwerk angemeldet ist. Du kannst alternativ auch ein Tablet oder ein Smartphone im selben WLAN verwenden. Tippe die IP-Adresse Doppelpunkt-Portnummer dort in den Browser. Im Webinterface der IP-Webcam klickst du in der oberen Zeile auf Browser. Et voilà, das Bild deiner Smartphone-Webcam erscheint dort. Solange du dich im selben Haus und damit im selben WLAN befindest, kannst du jederzeit einen Blick in den Raum werfen, in dem du die Kamera aufgestellt hast. Das reicht aus, um zu schauen, ob dein Kleinkind noch schläft oder ob deine Katze versucht, deinen Wellensittich zu fressen. Es reicht aber nicht aus, wenn du vom Urlaubsort zu Hause nach dem Rechten sehen möchtest. Dafür benötigst du einen Cloud-Service, der die aufgezeichneten Kamerabilder zwischenspeichert. iVideon ist so ein Cloud-Service. Er ist für Privatanwender, die bis zu zwei Kameras aufstellen wollen, kostenlos. Und die zugehörige App habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie du sowohl die IP-Webcam als auch die iVideon-App einrichtest, das zeige ich dir jetzt. Starte die App und tippe in den Einstellungen auf Cloud Streaming. Setze das Häkchen bei Cloud Streaming aktiviert und tippe im anschließenden Dialog auf Account erstellen. Trage dann deine E-Mail-Adresse ein. Vorsicht beim Festlegen eines Passworts. Die App bietet keine Sicherheitsabfrage. Vertippst du dich, ohne es zu bemerken, musst du es später erst umständlich zurücksetzen und neu vergeben. Danach kannst du die App automatisch für das Streaming optimieren, musst du aber nicht. Installiere auf deinem neuen Smartphone die App iVideon. Tippe auf Anmelden und trage in die Felder zur Anmeldung deine Zugangsdaten ein, also deine E-Mail-Adresse und das von dir festgelegte Passwort. Einen Internetzugang vorausgesetzt, kannst du jetzt jederzeit von überall zu Hause nach dem Rechten sehen. Die Chance, einen Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen, ist zugegebenermaßen gering, wenn du nur sporadisch von Zeit zu Zeit die Kamera überprüfst. Auf der anderen Seite möchtest du dir deinen Urlaub auch nicht damit versauen, dass du ständig dein Smartphone in der Hand hast, um zu checken, ob sich etwas in deinem Wohnzimmer tut. Doch keine Sorge. Richtig konfiguriert informiert die App dich,
sobald dort etwas passiert, was du dir besser ansehen solltest. So geht's. Starte erneut die IP-Webcam und wähle dieses Mal die Option Bewegungs- und Akustikerkennung. Setze je ein Häkchen bei Bewegungserkennung aktivieren und bei Videoaufnahme. Starte noch einmal das Webinterface im Browser. Bitte jemanden, sich im Sichtfeld der Kamera langsam zu bewegen. Registriert die IP-Webcam eine Bewegung, siehst du das daran, dass die Aufnahme startet. Stell die Empfindlichkeit so ein, dass die Webcam auch eine langsame Bewegung gerade eben noch erkennt, aber zum Beispiel nicht auf den Schatten einer vorbeiziehenden Wolke reagiert. In der iVideon-App schaltest du nun die Meldungen ein. In den Meldungseinstellungen legst du genauer fest, wie dein Smartphone dich benachrichtigen soll. Tut sich etwas in deiner Wohnung, dann benachrichtigt dich die iVideon-App und du kannst schlimmstenfalls vom Urlaubsort aus die Polizei anrufen. Aber sieh besser vorher nach, wer sich da gerade in deinem Zuhause aufhält. Interessieren dich auch andere Möglichkeiten, gebrauchte Smartphones sinnvoll einzusetzen? Dann schau dir die Playlist an, die ich direkt im Anschluss an dieses Video verlinkt habe. Und bist du vielleicht auch an Apps interessiert, die deinen Urlaub schöner machen können? Ja, dann wirf einen Blick in die andere Playlist, die ebenfalls gleich auf dieses Video folgt.